欢迎收看《华视晨间新闻》。来关心的是，德国外交部长贝尔伯克访问中国，14号上午，他会晤中国外长秦刚，两个人在记者会上公开交锋。贝尔伯克就乌俄战争、人权议题，当然还有台海情势都提出呼吁。 Die zunehmenden Spannungen in der Straße von Taiwan beobachten wir daher mit großer Sorge. Deswegen war mir im Gespräch auch wichtig, bei allem Verständnis für die Sensibilität der Taiwan-Frage und so fest wir zu unserer Ein-China-Politik stehen, Konflikte dürfen nur friedlich gelöst werden. Eine einseitige und erst recht gewaltsame Veränderung des Status quo wäre für uns als Europäer nicht akzeptabel. 台湾问题是中国的内政，不容任何外来干涉。如果有的国家要尊重一个中国的原则，那他的应有之意就是要坚决地反对台独。秦刚将台海紧张极为不负责任地推给台独，强硬回击贝尔伯克提出的担忧。而记者会上，两个人是各说各话，烟消未浓后。 我是林依文，想要关注体育的朋友们，记得收看五二动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。